der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nun als die Richter bekannt waren, für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Staaten wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Doch sie sind im Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Und nur eine unirdische Kraft könnte es herausreißen. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas, wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Genau waren die Herrscher. Sie besaßen Macht jenseits unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gebot. Zu verhandeln scheiterte. Die Herrscher kamen nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen.
ihr da? Helft mir! Bitte! Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift! Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raussaugen. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüß die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Dein Arm, dein Problem. Die Axt. Nehmt die Axt. Schlagt ihn ab. Im Namen der Richter, schlagt meinen Arm ab. Na gut. Auf deine Verantwortung. Danke euch. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Aber ihr gehört nicht zum Orden. Wer seid ihr, Gezeichneter? Ein Geschenk des Gerichts. Als Erinnerung an meine Sünden. Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Du brauchst jemanden, der dich zusammenfleckt. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Hier, nimm das. Danke. Falls wir es tatsächlich beide in die Zitadelle schaffen, werden sich unsere Wege nochmals kreuzen.